Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute zocken wir Step by Step, da ich den Kima wieder vom Entwickler bekommen habe. So, Step by Step ist ein, nennen wir es mal, Hardcore-Plattformer. Das heißt, der Charakter rennt hier die ganze Zeit und wir müssen in der richtigen Zeit die richtige Taste drücken. Sagen wir es mal so. So. Okay. Gucken wir mal. Ne, wir spielen offline. So. Okay, das geht auf jeden Fall schon mal. Aha. Ah, okay, das heißt, rennt die ganze Zeit nach vorne, wir können uns verlangsamen, können aber auch schneller laufen, indem wir in dieselbe Richtung drücken und dann können wir auch... Okay. Aha. Hä? Wie mache ich das jetzt hier? Indem ich das verlangsame. Nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ah ja. Okay. Ja genau. Ich mache jetzt langsam, dann springe ich. Und dann muss ich nochmal springen, bestimmt. Nee, das funktioniert nicht. Ha. Ich kann auch so springen. Ha. Sehr interessant. Ja, jetzt, okay. Das war schon richtig, was ich gesagt habe. Hä? Ach so, ich kann ja... Nee, warte mal. Wie soll das denn funktionieren? Okay, was, wenn ich das mit den Pfeiltasten mache? Ist ja nicht ganz richtig. Ich muss ja... Wie pralle ich so stark von der Wand ab? Ach so! Der springt ja so... Ah, okay. Okay, der zeigt mir das. Oh mein Gott, Junge, das wird richtig schwer. Meine Fresse. Ah, okay. Das heißt, ich kann auch in der Luft kann ich schneller werden, indem ich die Taste drücke. Ah, mein Gott, jetzt habe ich den letzten Sprung verkackt. Nein. Oh, ist das nervig. Heilige Scheiße. Das ist ja übelst schwer. Oh mein Gott. Okay. Nein. Das sieht übelst dumm aus, wenn man es selber nicht spielt. Aber wie gesagt, ihr müsst halt beachten, ich kann nur das Springen und das schnelle Laufen kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob er nach links oder nach rechts läuft, ne? Also ich muss die ganze Zeit... Scheiße. Jedes Mal immer zurücklaufen, wenn ich nicht getroffen habe. Weil das... Oh mein Gott, ich habe wieder den letzten Sprung nicht geschafft. Ach, Gott sei Dank. Okay, und jetzt? Nee. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Ah, nein, das wollte ich ja gar nicht. Hä? Was muss ich dann machen da oben? Warte mal, das traf ich gerade nicht. Ach so. Oh Gott, Alter, schaffe ich das überhaupt? Meine Fresse, ist das schwer. Das ist so und meine Fresse.
Das Spielprinzip ist so weird. Also es ist super interessant, weil, wie gesagt, ein anderes Spiel in dem Format gibt es halt nicht, wo der Charakter also alleine rennt. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Warte mal. Nochmal. Also wenn ich von der linken Ecke nach rechts oben springen will, muss ich nach rechts oben zielen. Oder? War das falsch? Warte mal, ich probiere das jetzt nochmal aus. Genau. Also wenn ich in die andere Ecke sozusagen springen will, muss ich... Okay. Aber warum kann ich da nicht abprallen? Das habe ich doch vorhin auch geschafft. Okay, das ist irgendwie funktioniert das nicht. So wie ich das will zumindest. Ach scheiße. Jetzt habe ich es doch geschafft. Es ist so weird. Ich kann es gar nicht erklären. Es ist so ein witziges Prinzip, aber mein Gott, ich bin echt zu doof dafür. Ich schwöre. Holy shit. Warte mal. Hier oben gibt es eine Freecam, ne? So. Also. Wenn ich auf das Teil springe, muss ich nach rechts oben springen. Und um da abzuprallen, muss ich nach links oben springen. Dann pralle ich nochmal ab, nach rechts oben, dann lande ich bei der Bank. Und wenn ich bei der Bank bin, habe ich es eigentlich schon fast geschafft. Alter, warte mal. Wir machen das jetzt mal anders. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit mit Controller gespielt. Wir machen das jetzt mal mit Tastatur. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht ganz richtig. Ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen. Nee. Funktioniert irgendwie auch nicht. Verdammte Scheiße. Ach, Kacke. Ich krieg das nicht hin. Warte mal, also guck mal. Da ist die Spielmechanik, dass ich auf die Mauer springe und dann rechts nach rechts und nach oben. Das heißt, wenn ich von der Wand abprallen will, muss ich einfach dahin zielen. Ja, wo ich halt hin will. Wenn ich jetzt hier nach rechts oben will, muss ich nach rechts oben zielen. Ich verstehe das nicht. Warum schaffe ich das dann nicht? Warum schaffe ich diesen lächerlichen Sprung dann nicht? Das ist so kompliziert. Oh mein Gott! Wow, ich habe es einmal geschafft. Und das war gefühlt willkürlich. Mann, das ist so... Alter. Es fühlt sich so ungewohnt an. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie eklig sich das anfühlt. Ja, die Mechanik ist aber auch übelst dumm. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, ich... Nein! Alter, ich will nicht mehr. Ist das ein frustrierendes Spiel. Aber auch nur, weil diese Mechanik gegen die Mauer springen. Weil bei normalen Plattformern ist es so, dass du... Wenn du an der Wand abprallen willst... Scheiße. Dann musst du einfach... die Taste in die andere Richtung drücken, in die gegenseitige Richtung sozusagen drücken. Das heißt, willst du nach links springen, drückst du einfach nach rechts. Und das war's. Und dann springst du halt von der Wand ab. Aber hier ist das so, dass du nach oben und in die andere Richtung drücken musst. Und das ist übelst unbequem. Meine Fresse. Oh mein
Ja, ich glaub's nicht. Alter, ich werd wahnsinnig. Komm schon. Ach, meine Fresse. Ey, diese Mechanik ist so dumm. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Oh, das war. Das ist gerade das Tutorial, Mann. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Okay, wo muss ich jetzt hin? Was? Warte mal. Muss ich echt? Also hier komme ich ja nicht weiter. Holy shit. Willst du mir jetzt echt erzählen? Ich muss... Ja, anscheinend. Nee, ich kann ja auch hier lang. Okay. Nee. Also nicht ganz. Oh mein Gott. Nein! Ich bin wieder unten. Alter, also... Heilige Scheiße, wenn die Leute bei hier... Wie hießen die ganzen Games? Ja, genau, wenn die Leute hier bei... oh Gott, ich wollte schon Pull Up sagen, nicht Pull Up. Wie hieß das Game? Climb Up? Nein, verdammte Scheiße. Jetzt komme ich da gerade nicht drauf. High Up? Also ich habe ja gespielt Jump Up Super High, habe ich glaube ich gespielt. Oder Climb Up Super High, was auch immer. Und das andere Game hieß wie? Was vom Steam Store genommen worden ist? Scheiße, ich habe es vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Also, holy shit, das ist wirklich meine Presse. Also da ist Jump King ein Scheiß dagegen. Das ist so viel schwerer als jegliches Spiel, was irgendwo in die Höhe geht und wo irgendwie springen müsst. Weil ihr könnt euren Charakter halt nicht steuern. So, es ist ja eine Sache, wenn ihr einfach eine Taste drücken müsst und der springt dann so weit, wie ihr wollt. Aber hier läuft der Charakter ja alleine. Ihr bestimmt nur die Geschwindigkeit. Meine Fresse. Alter Schwede. Ist das ein kranker Plattformer? Oh mein Gott. Ich hoffe mal, ich krieg wenigstens das erste Level hin. In einer halben Stunde vielleicht. Okay, okay, das passt. Okay. Ich verkacke aber auch immer an derselben Stelle, ne? Aber wirklich jedes Mal an derselben Stelle. Stell dich mal dieses Spiel vor. Oh Gott. Ach, leck mich. Ohne einmal runterzufallen. Meine Fresse. Alter, nein. Oh mein Gott. Okay, komm schon. Ich sag nichts dazu. Okay, let's go. Nein! Alter. Oh mein Gott. Ich hab
habe gerade nach links unten geguckt, weil da irgendwas mit SPS steht. Was heißt das überhaupt? Keine Ahnung. Oh Gott. Meine Fresse. Ach, jetzt weiß ich, wie das Spiel hieß, mit was ich das vergleichen wollte. Mit Only Up hieß das, genau. Was vom Steam Store wegen Lizenzproblemen runtergenommen worden ist. Dann wieder zu Steam zurückkam. Aber weil das die ganze Kontroverse halt gab, hat der Entwickler darauf keine Lust mehr gehabt. Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ich verstehe nicht. Ach, da oben hin. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Oh mein Gott. Ich musste da oben drüber. Aber ich weiß wenigstens jetzt, wo lang. Aber ganz ehrlich, der Part ist noch einfacher als das, was ich vorher gespielt habe, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott. Das dämliche Grinsen auf dem Charakter, ey, das ist auch noch... als ob er sich freut, wenn ich runterfalle. Oh mein Gott. So eine Scheiße. Oh, nein. Nein, nicht schon wieder nach rechts. Oh mein Gott. Oh, sehr gut, jetzt kommt Regen. Oh mein Gott. Wirklich? Den einfachsten Sprung habe ich jetzt nicht geschafft? Alter, wo kommt diese Musik her? Spann dich mal. So, jetzt geht's weiter. Schaffe ich diesen Sprung überhaupt noch? Nee, schaffe ich natürlich nicht. Heilige Scheiße. Okay, komm schon. So. Okay. Easy. Nein. Jetzt. Ja. Fuck me. Die Musik war übrigens jetzt nur dazu da, um mich zu motivieren. Ja, fast. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich find's ja auch schön, wie links oben die Prozentzahl dasteht. Ist das die Prozentzahl der Karte oder was? Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Alter. Okay. Jetzt kommt der leichte Part. Ja. Ja. Okay, cool. Ja. Nein! Wieso habe ich das denn jetzt nicht geschafft? Oh mein Gott. Alter, guck dir das an. Das ist das frustrierendste Spiel, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Da ist Only Up und eine ganz andere Scheiße nichts dagegen. Das ist so krass. Der Charakter, den ich spiele, ne, der rennt von alleine. Das heißt, ich kann nur seine Geschwindigkeit bestimmen und dadurch halt auch seine Sprungweite.
So, wenn er in eine Richtung rennt, kannst du nur in die andere Richtung rennen, indem du gegen irgendwas dagegen stößt. Das heißt, du musst jeden Sprung perfekt machen, sonst landest du wieder unten und musst wieder in eine Richtung laufen und damit wieder in die andere Richtung laufen musst. Alter. Oh mein Gott, ich hab's wieder verkackt. Ich will wenigstens diesen Teil jetzt noch schaffen. Dann können wir League spielen. Scheiße, wie geht sowas bitte? Oh mein Gott, zum Glück. Oh, und die Abgriff wieder. Nein, die. Nein. Das ist was anderes, oder? Das ist ein anderes. Das, ja. Was bei Steam ist, das ist ein Fake. Der Entwickler hat das ja wegen. Oh mein Gott. Der hat ganze Assets geklaut. Genau, der hat Assets geklaut, das hat er aber dann gefixt. Also der hat da andere Assets reingemacht, die ihm halt gehören, beziehungsweise die er gekauft hat. Und hat das Spiel dann aber runtergenommen, weil es halt immer noch ja eine Kontroverse deswegen gab. Außerdem hatte der ja noch eine andere Kontroverse, weil er in dem Spiel ein NFT beworben hat, der Vollidiot. Das Spiel wäre so erfolgreich gewesen, also noch erfolgreicher, als sie sich gedacht hätte, gewesen, wenn er einfach diese dumme Scheiße mit dem NFT und mit der Lizenz nicht gemacht hätte. Weil ich verstehe das auch nicht. Du kannst heutzutage so viele Assets einfach im Epic Store und so kaufen, ohne Probleme. Und die sind nicht mal teuer oder so. So, es ja, auch umsonst Assets, er hätte einfach das Assets, die umsonst sind, übernehmen können. Also ja, auch. Also, aber warum von jemandem Assets klauen? Hab ich nicht. Oh nein. Oh. Was soll ich machen gegen die Wand? Digga, glaub mir, diese Steuerung, das ist. Sowas hast du noch nicht gespielt. Das ist so behindert. Ja, aber was musst du machen? Warum musst du da gegen die Wand? Ich muss gegen die Wand und dann gegen und dann zurück und dann eine Plattform nach oben. Siehst du, guck mal, da nach rechts muss ich jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, was denn auch für Alter? Ich bin viel zu früh warten gesprungen. Ja, ich hätte warten müssen. Scheiße. Jetzt aber. Oh mein Gott. Ja, was ist jetzt? Oh, du Shit. Was ist das? Das ist ein Turm. Hä? Ich muss da rein. Das helle ist halt nur Wand, das andere ist keine Wand. Kann ich da rein? Ja, kannst du. Okay. Du musst reintreffen, ne? Ja, das ist leichter gesagt als getan. Jetzt. Ja, okay, Alter. Nee, Mann, das schaffe ich nicht. Junge. Nie im Leben. Oh mein Gott. Weil das Ding ist, du musst hier. Warte, siehst du meine Maus? Ja. Wenn du zum Beispiel in der rechten Ecke bist, die haben das nochmal schwerer gemacht. Wenn du in der rechten Ecke bist und nach links springen willst, ne? Ja. So, musst du nicht einfach wie bei anderen Plattformern einfach in die andere Richtung drücken oder halt nach rechts drücken und dann prallt er von der Plattform ab? Nein. Wenn du in der rechten Ecke bist, musst du nach links und nach oben drücken und wenn du in der linken Ecke bist, also hier, dann musst du nach rechts oben drücken. Das heißt, du musst die ganze Zeit zwei Tasten hin und her. Das ist Junge. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme. Warte mal, was? Ein Wandschwamm musst du machen. Wenn ich springe hier hoch, dann komme ich hier hin. Ach so, wichtig. Wenn ich von der Wand abprallen will, muss ich ja nach rechts oben drücken. Das heißt, ich muss einmal nach rechts oben drücken, um hier abzuprallen und dann nochmal nach rechts oben drücken, um hier abzuprallen. Oh mein Gott. Nein. Das ist so nervig. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Alter. Das ist das Tutorial, by the way. Nein! Warte mal jetzt nochmal. Nicht?
Dann habe ich es jetzt falsch gemacht. Nee, erst nach... Nee, stimmt, nach links oben. Nach links oben und dann nach rechts oben. Nee, das funktioniert nicht. Warte mal. Ich springe und dann... Nee, das funktioniert nicht. Warte mal, was gibt es hier nicht noch irgendwas? Da oben gab es ja auch was, oder? Nee, muss hier durch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Egal. Jetzt muss ich auf... Was hier? Hä? Und dann? Oben auf das die Laser. Wo muss ich dann hin? Da, hier ist noch ein Platz. Ach, hier auf die Plattform. Ja, das sieht alles gleich aus. Auf die Plattform, dann hier hin oder nach links. Dann hier hin und dann die Steine, Steine, Steine. Und dann hier hin. Oh mein. Und dann fliegst du runter, wenn du welche. Und dann fliege ich runter. Genau das. Ach, ich ver... Das sieht alles gleich aus, Mann. Ich verfehle immer die ganze Plattform. Hä? Warte, nein, es ist... Wenn ich das clever mache, dann nicht... Okay, das, ich hab's nicht clever gemacht. Das hab ich clever gemacht, das ist clever. Okay. Ich hasse das Grinsen von dem Typen, Alter. Ich will es hier aus der Presse schlagen. Nein! Oh, ganz clever gespielt. Warte mal. Ja, clever. Egal, egal, egal. Ich bin immer noch... Clever? Genau. Ich bin immer noch unten, ja. Das ist schon... Oh mein Gott. Okay, wie wär's mit CS, Micha, sondern ich schalte mal an. Hey, ne, wir spielen jetzt League, Mann. Ich spiel kein CS. Wie, kein CS? Nein, scheiß auf CS. Wie, scheiß auf CS? Mag das Game nicht mal, wirklich. Nein! Das geht? Ja. Basic, ne? Ich schaff das. Ich muss einfach die ganze Zeit Leertaste drücken und dann krieg ich das irgendwie hin. Wer braucht Mechaniken, wenn man lernt? Wie habe ich das vorhin gemacht? Okay, das war's für mich. Top Game. Ich hasse es. Sehr. Und es kostet ganze... 15 oder 10 Euro. Warte, es kostet 9,75 €. Und es ist... am 6. Oktober 23 erschienen und hat eine positive Bewertung. Was stimmt mit euch nicht? Das eine Kommentar, been crying for over an hour, worth every penny. Alter, es ist heilig scheiße, ich habe noch nie sowas gespielt. Also, super interessantes Prinzip. 10 von 10, wenn man Masochist ist.